Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play the Human Resource Machine. Wir haben in der letzten Folge geschafft, endlich die Dreierordnung zu lösen. Was heißt endlich? Aber endlich diesen blauen Pfad hier abzuschließen und die Dreierordnung damit zu lösen, die irgendwie ein bisschen schräg war. Weil ich glaube, ich hatte mehr Glück als Verstand, dass es am Ende hingehauen hat. Keine Ahnung. Schauen wir uns mal das Speicherstockwerk an. Im Jahr 29. Große Änderungen stehen bevor. Aber das wissen Sie ja schon. Ja, Sie können nun indirekt auf den Boden zugreifen. Was das heißt? Das werden Sie sehen. Es verändert sich alles. Okay. Stellen Sie sich jedes Ding in der Inbox als eine Adresse vor. Und jede Adresse verweist auf eine Kachel von 0 bis 9. Okay. Auf dem Boden. Achso, Kachel von 0 bis 9 auf dem Boden. Ihre Aufgabe: Für jede Adresse in der Inbox legen Sie den Buchstaben an dieser Adresse in die Outbox. Also für die 5 das D. Glückwunsch, Sie können auf Kacheln jetzt auch indirekt zugreifen. Schauen Sie sich das folgende Beispiel an, um zu sehen, wie es im Vergleich zu bisher funktioniert. Ach so, er kopiert die 12 und nimmt quasi den Wert, der in der 12 steht, und nimmt deshalb die 8. Okay. Das heißt, ich mache das mal kurz raus. Wir können in die Inbox gehen, kopieren von der Inbox. Nein, Moment. Wir kopieren das von der... Nein, hör auf, Gek. Geh doch auch weg. Kopieren das in die 10, meinetwegen. Und kopieren dann von... Wie stelle ich das ein? Von der 10? Ah. Und packen das dann in die Outbox? Sehe ich das richtig so? Und dann jumpen wir. Wir probieren es mal. Nimmt die 3, haut die hin. Cool. Okay. Und schaut mal, wir sind schon eine Omi. Zumindest sehen wir ein bisschen omihaft aus. Ja, das war auch einfach. Also darauf bilde ich mir jetzt nichts ein. Kettenspeicherstockwerk. Das hört sich jetzt schon gar nicht mehr so freundlich an. Im Jahr 30. Geheime Zusatzaufgabe. Die Geschäftsführung verlangt Zeichenketten vom Boden. Lassen Sie uns die Zeichenketten einfach verarbeiten, ohne sie zu lesen oder zu diskutieren, wovon sie handeln. Es wäre äußerst unhöflich, fremde Nachrichten zu lesen. Und verboten. Jedes Ding in der Inbox ist... Die Adresse einer Kachel auf dem Boden. Für jede Adresse in der Inbox legen Sie das angeforderte Objekt vom Boden und alle darauffolgenden Objekte auf dem Boden in die Outbox. Bis Sie auf eine Null stoßen. Wiederholen. Okay. Das heißt, wir gehen in die Inbox, kopieren den Kram meinetwegen auf die 24. Und ich sag jetzt mal Copy from. Nee, Copy from so, 24 in die Outbox. Und wenn wir jetzt die 4 haben, soll quasi die 4 rein, die 5. Und die 0. Soll die 0... Moment. Jedes Ding in der Inbox ist eine Adresse an einer Kachel. Ich mache auch noch mal kurz so hier. Zack. Auf dem Boden. Für jede Adresse in der Inbox legen Sie das angeforderte Objekt und alle darauf folgenden Objekte auf dem Boden, bis Sie auf eine Null stoßen. Aber mir wurde gesagt, mein Herz sei ein verschlüsselter Tresor voller Einsamkeit. Ich denke, dass das ein Kompliment war. Wir haben uns nie wieder gesehen. Was? Ja, ein Beispiel wäre gut. Okay. Wenn Ihre Inbox 7 ist, sollte Ihre Outbox... Genau.
TAR sein. Okay, also muss die 0 nicht mit rein. Das heißt... Nee, halt. Wir können den Jump gar nicht so verwenden. Beziehungsweise wenn, dann maximal am Ende oder so. Irgendwie. Aber... Wie sage ich ihr, dass sie hier... Ich kann es mit dem Bam probieren. Ich wollte gerade sagen, wie sage ich ihr, dass sie die darauffolgenden nehmen soll? Ich bumpe die 24. Weil das ja das Feld ist, auf das ich es hinkopiere, wisst ihr? Ich möchte bloß mal schnell gucken, ob sie das grundsätzlich tut. Jetzt nimmt sie die 4, haut die in die Outbox. Achso, ich hab den Jump quasi nicht gemacht. Nee, du sollst ja dann noch nicht in die Inbox, sondern du solltest es bumpen und dann so machen, ne? So, das T. Jetzt haust du das hoch. Okay. Und das heißt, das machst du so lange. Jump of Zero. Muss ich das hier einfügen? Bist du das... Ist das sinnvoll? Nee. Ich muss nochmal schnell gucken. Sie nimmt das, was sie hat, haut es dort weg. Ich habe meinen Timer gar nicht gestartet, fällt mir gerade auf. Super. Dann nimmst du das, haust es weg. Dann bumpst du das, checkst, dass das eine 5 ist, nimmst das und haust es in die Outbox. Dann bumpst du das. Checkst, dass das eine 0 ist und was tust du? Du gehst, wirfst das weg und haust es in die Inbox. Okay. Okay. Das sieht gut aus, glaube ich. Jetzt solltest du ja nach dem Bumpen gleich raffen, dass es 0 ist, wegschmeißen. Sehr gut. Ich glaube, das haut hin. Seit wann haben wir denn so lange Zahlen rein? Hui. Aber cool, die optimale Größe haben wir zumindest erreicht. Oh, und auch die Laufzeitoptimierung. Das ist cool. Ich weiß leider nicht, wie viel wir von dieser Folge gerade eben schon absolviert haben. Deswegen bin ich eigentlich dafür, dass wir den Kettendreher auch noch ausprobieren. Oh, wir kommen nach oben. Wo ist Carol? Das werden wir auch bald rausfinden. Kettendreher im Jahr 31. Hallo. Was? Wie geht es Ihnen heute? Haha, aber nun im Ernst. Drehen Sie die Reihenfolge jeder null terminierten Kette in der Inbox um und legen Sie das Ergebnis in die Outbox. Wiederholen. Ein Afrikaner mit Gazelle zagt im Regen nie.
Habe ich Ihnen schon von der Zeit erzählt, als ich in Afrika war? Das ist lange her. Oder vielleicht ist es auch noch nicht passiert. Ich bringe die Reihenfolge von Dingen manchmal durcheinander. Okay. Fishbite Time. Das heißt, wir sollen nicht UP reinlegen, sondern genau andersrum. PU, richtig? Das heißt, wir müssen ja eigentlich... So, alles in die Inbox, wie immer. So. Und wir müssen ja schon davon... Wir müssen hier ja eigentlich schon einen Jump of Zero einbauen, weil ich würde einen anderen Jump vor die Inbox einbauen. Ich weiß aber noch nicht, an welche Stelle. Und wir kopieren... Nee, wir kopieren den Wert, den wir haben. Es ist egal, wo wir den hinkopieren. Mich irritiert, dass hier unten diese Zahl steht, wisst ihr? Aber grundsätzlich ist es doch egal, ob wir was überschreiben oder nicht. Ich mach's jetzt einfach mal dahin. Aber als festen Wert müssen wir es dahin machen. Oder? Moment. Wir nehmen den. Ach so. Deswegen steht die Null da, damit wir, weil wir es nicht auf eine leere Kachel ablegen dürfen. Okay. Dann nehmen wir das und hauen das auf die 14. Was? Ach so. Das habe ich jetzt unbewusst gemacht. Ich habe das Referieren jetzt... Ich habe das gerade vollkommen falsch genutzt. Ich habe das Referieren jetzt gerade eben genommen, damit er immer wieder diese Zeile hier nimmt. Und hätte... Man könnte ja grundsätzlich auch einen Loop setzen, wisst ihr? Man könnte ja grundsätzlich auch sagen... Nee, könnte man nicht. Wenn man es ja nicht weiß, könnte man nicht. Wir müssen aber auf jeden Fall bumpen. Ich weiß noch nicht ganz an welcher Stelle, aber wir müssen diese Zahl bumpen, damit wir immer weiterzählen, wisst ihr? Und wir müssen eigentlich damit... sie das immer weiter zählt, vor die Inbox setzen. Bei Bump und sie geht in die Inbox und holt es immer weiter. Aber der Jump of Zero ist hier nicht ganz richtig. Der muss nämlich raus aus diesem Ding und wir brauchen eine neue Aktion, weil das macht sie ja nur so lange, bis die Null dann erscheint. Und wenn es Null... Wenn es 0 ist, soll sie rückwärts zählen. Funktioniert das? Wenn ich es jetzt mit der 14 negativ bumpe? Und dann sage, dann nimmst du einfach das 14er Feld, also die Referenz zu dem 14er Feld. Die 0 in dem Sinne. Und packst es in die Outbox. Und das, hier Jump. Und das machst du halt genauso lange, bis es leer ist. Beziehungsweise nicht, bis es leer ist. Wir müssen aufpassen, dass hier nicht minus 1 steht. Deswegen brauchen wir noch ein Jump of Negative hinter dem Bumpen. Und sobald es negativ ist, minus 1, klingt das dämlich, müssen wir es nochmal plus bumpen?
Aber macht sie dann nicht einen Schritt zu viel? Moment, das müssen wir uns angucken. Sie haut das C dorthin. Genau. Jetzt haut sie das dahin. Und das müsste sie jetzt noch zweimal machen, bis sie die Null sieht. Genau. Zack. Dann hat sie die 5. Und jetzt rafft sie. Aha, Jump of Zero. Das heißt, ich zähle das jetzt rückwärts. Muss das nehmen, in die Outbox packen. Die 3. Und in die Outbox packen. Oh Gott, es funktioniert. Die 2. So, jetzt kommt der entscheidende Moment. Negativ. Und in... wir können es beschleunigen. Sehr gut. Was stand da jetzt? Human? Ah, oh, Mist. Ich habe nicht mitgelesen. Shit. Muss ich mir das nachher... Wir haben es sogar in weniger Befehlen geschafft, hat es vorgegeben. Dafür aber mehr Laufzeit, aber... Egal, egal. Geschafft ist geschafft. Auf meiner Uhr sind es noch 7 Minuten, die wir haben. Gleichzeitig habe ich aber am Anfang der Folge nicht auf die Uhr geguckt gehabt. Soll ich das noch machen, das eine Level? Und dann haben wir in der nächsten Episode auch noch... Beziehungsweise nicht in der nächsten Episode, sondern... Wir gucken mal, wie lange wir brauchen. Brauchen wir lange... Für den Inventurbericht machen wir Wo's Carol direkt zum Beginn der nächsten Episode. Und brauchen wir nicht lange, dann machen wir es noch in dieser. Los, rein zum Inventurbericht im Jahr 32. Inventur. Boah, habe ich das gehasst früher. Das musste ich in meiner Ausbildung immer machen. Buchprüfung. Überraschungskontrolle. Das sind einige meiner Lieblingsbeschäftigungen. Los geht's. Für jedes Ding in der Inbox legen Sie die Anzahl der damit übereinstimmenden Objekte auf dem Boden in die Outbox. Okay. Wenn Ihre Inbox AXBC ist, dann A. 1, 2, 3, 4. Okay, wir zählen also die Anzahl der Dinge. Das klingt jetzt nicht so schwer. Wie Sie herausfinden können, ob zwei Buchstaben gleich sind, versuchen Sie doch mal das Gleiche, was Sie auch mit Zahlen machen würden. Ja, B ist nur 1 mehr als A. Sie haben es bis hier geschafft? Ich bin mir sicher, das wussten Sie schon. Das heißt, ich muss subtrahieren, oder? Wollte sie mir damit das damit sagen? Das heißt... Wir können ja wieder nicht direkt auf den Boden legen, sonst sagt sie, also wenn ich jetzt in die Inbox gehen würde und sagen würde, Copy to 15, sagt sie, sagt sie das? Ja genau, nehmen wir einfach mal die 15. Dann sagt sie doch, dass ich das nicht darf, ne? Achso, nicht genug Zeug in der Inbox. Darf ich das? Aber wie zähle ich das denn? Ich habe jetzt auf der 15 im B liegen. Boah, ich hätte es in der nächsten Episode machen sollen. Ich habe auf der 15 ein B liegen. Ich muss es bumpen. Ich muss das abprüfen, ob was hat. Und dann muss ich das bumpen. Moment, ich habe eine Idee.
die könnte klappen. Wir kopieren einfach mal die Null, die wir haben, und setzen die hier unten bei der 18 mal hin, und wir setzen die auf die 19 hin, damit es einfach hier so ein bisschen räumlich getrennt ist. Damit haben wir hier dreimal den Nullerwert. Dann holen wir etwas aus der Inbox. Und wenn ich jetzt eine Referenz ziehe, also eine Copy from 19 mit Referenz, dann prüft er ja, oder er startet zumindest seine Prüfung ab hier. Und ich möchte ja, dass er davon die ganze Zeit diesen Wert hier abzieht. Und immer wenn... Ich brauche ein paar Jumps oder sowas. Denn sobald er den Wert 0 erreicht hat, soll er das ja irgendwann in die Outbox packen. Ich muss noch irgendwie rauskriegen, wie er das zählt. Und er soll es halt auch wiederholen, aber ganz am Ende dann. Aber wie zählen wir das? Mach das mal kurz. Ich brauche mal einen Denkansatz. Genau, du legst sie dahin, legst sie dahin. Dann holst du dir das B. Flackst das dahin. Nimmst das B. Das Jump of Zero ist an der Stelle noch unnötig. Oder habe ich es an die falsche Stelle gepackt? So. Ach Mist. Wir subtrahieren b von b und müssten dann ja auf 0 kommen. Und wenn wir auf 0 kommen, dann bummst du einfach mal den vorderen Wert. Und kopierst das von der 18 in die Outbox. Aber woher soll er wissen, wann er aufhört? Beziehungsweise wann er weitermachen soll. Wisst ihr, was ich meine? Wir starten mal kurz. So. Das ist 1. Das ist falsch. Ach so, weil ich noch gar keinen Zwischenbefehl hier drin habe. Natürlich. Er ist ja jetzt voll egal weiter, also er ist weitergegangen, vollkommen egal, ob ich dort einen Nullerwert hatte oder nicht. Es war gerade sinnlos, dass ich das ausprobiert habe. Aber ich muss doch. Jetzt bin ich gerade zum zweiten Mal gegen meine Flasche getreten, die ich hier neben dem Tisch stehen habe. Also es ist nur eine Wasserflasche, aber sie ist leer und dadurch klimpert das immer so ein bisschen blöde. Deswegen habt ihr gerade Stille kurz gehört, damit ich sie aufheben könnte.
Mir fehlt Zeug, mir fehlen Jumps, mir fehlt jede Menge. Es fehlt zum Beispiel, ich weiß noch nicht ganz, wo er beginnen soll, dieser Jump. Auf jeden Fall einer, der diesen Part hier die ganze Zeit wiederholt. Damit er dort die Reihe durchschaut. Moment, ich glaube. Ich glaube. Wir nehmen ja den, der auf der 19 liegt, um den zu zählen, damit der vorangeht. Und in der 18 zählen wir mit, wie oft es denn übereinstimmt. So, jetzt bin ich gerade wieder auf der Höhe. Das heißt, wir müssen ja die 19 auch noch bumpen. Das habe ich überhaupt nicht. Das habe ich irgendwie überhaupt nicht gesehen. Das heißt, wir brauchen noch einen Bump, den wir hier davor irgendwo einbauen. Ich muss mal kurz die Jumps hier rausmachen, sonst irritiert mich das zu sehr. Wir bumpen die 19. Auch noch zusätzlich. So. Und jetzt müssen wir davon ausgehen, wie oft wir hier was wiederholen. Das heißt, wir müssen den 18er Bump ja wiederholen. Und wir müssen den 19er Bump wiederholen. Und zwar so oft wir das kopieren, den Kram hier drüben, ne? Wir kopieren von der 19, subtrahieren es, bumpen die 19, bumpen die 18, beziehungsweise bumpen die 19. Und wir brauchen Zeros noch, die das überspringen, denn sobald dieser 19er Wert ist das sinnvoll? Moment. Moment, ich lege es erstmal so hin, wie ich es mir gerade denke. Hier. Und jetzt gehen wir das mal kurz Schritt für Schritt durch. Sie nimmt diese Werte. Ich hätte es einfach starten sollen. Sie legt die Nullen dorthin und nimmt jetzt das A, was sie dorthin flaggt. Dann checkt er sie. Okay. Zack. Funktioniert also nicht. Wir nehmen die Nummer 2, rechnen A minus A, 0. Okay, bumps das und du bumps das. Dann nimmst du das X, rechnest das gegen, merkst, das haut auch nicht hin. Haut auch nicht hin, hier einmal. So, ich spule mal kurz vor, bis sie die nächste Zahl hat. Aber eigentlich müsste es das sein. Ging aber, muss ich sagen, ich habe es bestimmt wieder viel zu lange aufgebaut, wie man hier daran sieht, an den ganzen Befehlen und so weiter. Ich bin begeistert davon, dass die Größenoptimierung hingehauen hat, die Laufzeitoptimierung natürlich nicht. Aber dadurch, dass, wenn man es immer so aufbaut, dass es der Logik entspricht, weil manche von euch ab und zu in die Kommentare schreiben, wieso machst du so viele Befehle? Es geht doch viel, viel kürzer. Ja, wenn man 20 Minuten da vor einem Rätsel sitzt, dann ist es manchmal ein bisschen leichter zu sagen, was man optimieren kann und was nicht. Aber wenn man hier gerade
beim Aufnehmen ist, den Druck des Aufnehmens hat, möchte man einfach so schnell wie möglich durchkommen und so fix wie möglich seine eigene Logik nachvollziehen können, ohne dass ich hier zwischen, also ich kann ja zwischendurch nicht aufstehen, wisst ihr, ich kann ja nicht einfach weggehen oder mich einfach mal zurücklehnen oder ich kann ja auch zwischendurch nicht googeln, was das Ergebnis sein könnte. Das würdet ihr alles sehen, besonders wenn ich einen Schnitt mache. Und ich möchte es auch eigentlich gar nicht. Ich möchte das komplett mit meinem eigenen Gehirn lösen, nicht mit irgendwelchen fremden Sachen, weil das der Sinn einfach von dem Spiel ist. Aber ich bin euch dankbar dafür, wenn ihr alternative Lösungen reinpackt, egal wie lange ihr dafür gebraucht habt, denn das hier ist keine Competition. Aber vielen Dank für die Kommentare auf jeden Fall, auch wenn ich mich manchmal so ein bisschen ärgere, wenn der eine oder andere mich als dumm darstellt, was überhaupt nicht stimmt. Aber genug aufgeregt, ich würde sagen, wir haben jetzt überzogen diese Folge und deshalb mache ich jetzt Schluss und wir legen morgen mit einer neuen Episode wieder los, wenn es heißt Let's Play Human Resource Machine. Bis dann. Tschüss.